Den Ring versucht sie zu verstecken, aber ihr Strahlen verrät Ursula Carven am Montagabend in Berlin. Die Schauspielerin ist gekommen, um ihrem Freund und Star-Coiffeur Udo Walz zum 70. Geburtstag zu gratulieren. Dabei hat auch sie etwas zu feiern. Am Wochenende machte ihr Liebster Mats Wahlström ihr einen Heiratsantrag. Es ist schön und ich kann eigentlich nur verraten, dass ich wirklich glücklich bin und dass es zu früh ist zu sagen, wie, wo und wann, weil wir es nicht wissen. Aber dass es sich super gut anfühlt. Die Verlobung kommt mehr als überraschend. Immerhin waren der TV-Star und der schwedische Geschäftsmann seit Juni 2013 offiziell getrennt. Doch abseits der Kameras näherten sich die beiden wieder an. Auf Mallorca stellte er bei einer Motorradtour die Fragen aller Fragen. Er hat es im Motorradhelm versteckt gehabt, den Ring. Und er sagte zu mir, du hast was auf dem Kopf. Und ich dachte, was meint er? Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwas erwartet habe. Und dann hat er gesagt, ich soll da mal im Helm suchen. Dachte ich, was soll ich jetzt im Helm suchen? Und dann nach längerem Suchen habe ich den Ring gefunden. Und der ungewöhnliche Antrag stieß buchstäblich auf Gegenliebe. Es war, wie man sich in den schönsten Träumen erträumt. Zeigen Sie uns den Ring? Nee, den muss ich noch ein bisschen für mich behalten. Lange verstecken kann sie das gute Stück dann doch nicht. Warum sollte sie auch? Immerhin beweist der Ring, dass ihre Liebe ein Happy End hat.